liebe Jensi-Freunde, heute soll es darum gehen, wie man einen Gummiköder zusätzlich updaten kann, also nochmal mit einem zusätzlichen Reiz versehen kann. Ihr wisst ja, Fische reagieren auf unterschiedliche Reize, einmal auf den Bewegungsreiz, dann natürlich olfaktorisch, also über Geschmack oder Geruchsstoffe und dann natürlich über Akustik. Ja? Ihr hört hier, ich habe heute hier die Jensi-Glasrasseln dabei. Diese Glasrasseln ermöglichen es euch, einen Köder mit einem akustischen Reiz zu koppeln. Wenn ihr mit einem akustischen Reiz erfolgreich sein wollt und ihr erhofft euch da ein bisschen was, dann solltet ihr das mal ausprobieren. Wichtig dabei ist, der Schall ist unter Wasser schneller als in der Luft. In der Luft sind das ungefähr 333 Meter pro Sekunde, unter Wasser ungefähr 1500 Meter pro Sekunde. Das heißt, dieses Geräusch kann der Fisch, der jeweilige Fisch unter Wasser viel, viel besser wahrnehmen, als ihr das jetzt an Land macht. Das klingt jetzt erstmal leise, ist aber unter Wasser deutlich lauter und deutlich weiter zu hören. Was ihr machen könnt, ist Folgendes. Ihr nehmt jetzt beispielsweise einen Gummifisch und stattet den im Körper mit einer Glasrassel aus. Dann wäre das Geräusch sehr gedämpft, vor allem wenn man sie komplett im Körper versenkt. Lasst sie ein bisschen rausgucken. Ich mache das mal hier, ich schiebe die Glasrassel hier rein. Ja, und ihr hört das Klickern, was unter Umständen attraktiv sein kann, für den Biss entscheidend ist. Dann kann man das Gleiche natürlich auch am Schwanz machen. Die meisten oder die vernünftigen Gummifische haben unten schon so einen Aufnehmer, wie der River Shad hier, der hat hinten am Schaufelschwanz einen Aufnehmer für diesen Rasselteil. Ja, und beim Lauf dieses Köders ist es so, dass der im Körperbereich ja flankt, das heißt klick, 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 langsames Klicken, leises Klicken und der Schaufelschwanz macht ein bisschen mehr Aktion. Das heißt, hier haben wir ein hochfrequentes Klicken. Da müsst ihr mal rumprobieren. Ihr könnt beides in den Gummifisch einbauen. Ihr könnt es nur am Schwanz machen, ihr könnt es nur im Bauchteil machen, wie es euch beliebt. Fürs Meeresfischen genau das gleiche. Eine Shrimp-Imitation hier aus Gummi. Da könnte man den Köder entsprechend in den Bauchbereich einführen. Ups, jetzt habe ich ihn falsch rumgehalten. Ja, das geht nämlich auch. Versenken und dann wäre die Rassel also im Shrimp-Körper versteckt und das Klickern, was Krebs sehr oft verursachen unter Wasser, wäre dann der entsprechende Reiz für den Fisch zu beißen.